Hallo meine Crazy Dudes, wir spielen heute Flappy 3D. Dieses wunderschöne Spiel, man spielt das hier mit der Maus, kann ich mich bewegen. Mein Rekord ist 0, wie man hier sieht. Ich fange also gleich an. Dort sieht man die Häuser. Ja, das ist so ein schönes Spiel auf Flappy Bird basierend. Flappy Bird ist ja schon etwas älter. Schon aus der Mode heraus. Und das Spiel ist der dreidimensionale Bruder des kleinen Handy-Erfolges. Und es geht auch schon ganz gut los hier. 5 am Anfang. Das ist... Ach, scheiße. Hab ich mich hier erschrocken. Also 6, das ist ja schon mal ganz gut. Ja, ist ganz lustig, das Spiel. Von den Farben sehr schön. Die Spielengine kräftig und... Das ist doch witzig hier so ein... Diese Wolken sehen so ein bisschen aus wie... plattgedrückte Ärsche. Naja. Also, das Spiel... ich sag da nichts. Also. Nochmal von vorne das Ganze hier. Das sieht man aber auch nicht. Das ist das Problem. Man weiß nicht, wie groß man ist. Wo ist man überhaupt? Ach, da, man ist dieser springende Punkt. Ja, tatsächlich. Springen wir mal dadurch. Geht das, wenn man nur mit Hilfe seine Schatten. Geht nicht, wenn man nur mit Hilfe seine Schatten springt. Das wäre doch mal eine gute Theorie gewesen. Also. Bei dem guten Handyspiel hatte ich immer die Theorie, so niedrig wie möglich zu springen. Das probieren wir jetzt hier. Okay, da habe ich es gar nicht drauf geachtet. Was macht denn diese Maus hier? Gut, also. Aha, da ist die Welt zu Ende. Na. Ist ein lustiges Spiel, gesagt, gut zu steuern. Link in der Videobeschreibung. Das ist doch hier, was ist. Das hat mir jetzt aber. Habt ihr gesehen, dass der drin dran war? Ich glaube nicht. So, also das geht hier mal gut los. Zweimal auf gleicher Höhe. Ja, von wegen, ne? Also, das habe ich jetzt nicht gesehen, dass der da so weit oben. Ja, mal von vorne. Ach, gleiche Welt wie eben. 1. 2. 3. Wie ist denn euer Flappy Bird Rekord? Nennt ihn mir doch mal, schreibt ihn mir in die Kommentare. Beim normalen Flappy Bird spielt ihr das noch oder wie? Würde mich mal interessieren. Das sieht so einfach aus hier. Was ist, soll das überhaupt da sein, diese grünen Röhren? Das sieht aus wie so Kamine und so. Ich würde gerne mal... Ich wollte gerade sagen, ich würde gerne mal da reingucken, aber dann... bin ich auch schon wieder abgestürzt. Also da ist nichts drin und durchfallen kann man... Ah, das wäre doch mal eine Idee. Gucken wir mal, ob wir hier durchfallen können. Okay. Funktioniert nicht, auch gut. So, jetzt. Da habe ich schon nach unten geguckt. Nehmen das mal. Also. Sind wir schon mal unten dran gestoßen? Ich glaube nicht, also immer noch oben. Behalten wir das oben jetzt im Blick. Oh Gott. Mann, das ist, wenn man schon seinen alten Rekord wieder hat, da fängt man an zu zittern. Also nochmal 6. Das geht so lange und wenn die Watch dann nach unten geht, bis ich die 10 geknackt habe. Ich penetriere die. Ach, kann man durch die Wolken durchfliegen? Das probieren wir jetzt mal. Nein. Schade. So eine zweite Welt, dass man in einen Helikopter, diesen Helikopter-Dings kommt. Also das wird doch mal was Lustiges gewesen. Also, was ist das hier? Dieses Kacke-Spiel, das regt mich schon fast so auf wie das normal. Und ich höre das jetzt hier mit Kopfhörern. Das heißt, ich erschrecke mich auch wieder. Wenn man mich sehen könnte, würdet ihr das sehen. Wie ich hier mal förmlich zusammenzucke vor diesem Scheiß hier. Aber ich mach das. Es ist doch lustig. Oh Gott. Oh. Krampf. Rückwärts? Nee. Schade, aber wir haben gesehen, dass das Schild durchleuchtet. Habt ihr das gesehen, liebe Freunde? Meine crazy dudes. Oh Gott.
So, also jetzt ganz konzentriert. Oh Gott, das ist Hand-Augen-Koordination, das ist nicht so meins hier. Bum, bum. Bum, bum. Zack. Tschack, tschack, tschack. Tschack, tschack, tschack. Tschack. Oh Mann. Tschack. Tschack, tschack. Tschack, 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 tschack. Auf dieser Plattform, auf der ich das hier spiele, hat das Spiel übrigens eine Bewertung von 3,5 von 5 Sternen. Das ist schon nicht schlecht. Ich verstehe nicht, wer da so geisteskrank ist und da so viele Sterne gibt, aber es scheint ja irgendjemand zu machen. Gut. Bis 10 habe ich Es gibt es eigentlich. Ich sehe das aber auch nicht. Bin ich denn behindert? So. Das war jetzt aber nicht witzig. Das ist echt nicht witzig. Ich raste gleich, Mensch. Verdammte Mann. Also weiter geht das hier. Bevor hier noch irgendwas zerstört wird. Das gibt es doch nicht. Ja, es ist aber auch schon spät. Es ist schon, ich weiß nicht, wie spät es ist. Es ist mitten in der Nacht hier. Es ist dunkel. Wo ist das? Lalala. Das ist, ich bin müde. Meine Reaktion lässt nach. Ich sehe nicht mehr so viel. Nein, Spaß. Das soll natürlich keine Ausrede sein. Ich schaffe das auch noch, die 10 zu knacken, schau wieder. Man, beim ersten Mal sind wir gut durchgekommen. Ich habe das heute zum ersten Mal gespielt. Ich schwöre auf Flappy Bird. So, also wir sind dieser lustige Punkt. So ein Schnabel oder so wäre noch witzig. Wir sind jetzt ja nur Flappy. Ja gut, es heißt ja nicht Flappy Bird. Ist ja nur so ein illegaler Raubkopie hier, aber. So, einmal jetzt noch, und jetzt schaffe ich die 10 nicht schwer. Okay, dann nicht. Dann bedanke ich mich für diese Folge. Wäre schön, wenn ihr bewerten würdet, liken würdet natürlich und abonniert diesen Kanal für mehr lustige Videos. Schreibt mir andere Spielideen in die Kommentare. Ich freue mich. Und das war mein erstes Let's Play. Es ist qualitativ noch nicht ganz so hochwertig, wie ich mir das wünsche, aber ich arbeite daran. Und ja, das geht nur, wenn ihr mich unterstützt. Also abonnieren, favorisieren, liken, teilen, wie auch immer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss, ciao.